Okay, wir müssen den Jungen doch nicht erschießen. Oder einen Ball. Ja, das wird mir auf den Piss gehen, glaub mir. Ja, doch, ich bin trotzdem tot. Das ist die Frage, warum? So, war es nicht genug? Du bist witzig, Alter. Was für Achievements hier gibt. So. So, jetzt heißt es erstmal wieder nach hinten und gucken wir, was abgeht. Kühlschrank? Ah, ist zu. Haben wir gerade keinen Hunger mehr. Gut. Und was ist jetzt passiert? Erinnern, oh Gott, wahrscheinlich ist es mit dem Jäger, dass er abknallt hat oder so. Gefahren, zeitlicher Headshot oder was weiß ich. Wie kann man so blöd sein rumballern, du? Echt? Meine Güte, steck die Knarre weg. Ja, genau, ich hab's gewusst. Ist ihm egal, Hauptsache hat sein Jagdgut, der Drecksack. Ah, soweit denkt er nicht. Denkt sich so, warte mal. Ja, ich schau, okay. Na, komm, Alter. Wie viel Pech kann ich schon haben? Ich dreh durch. Alter, Karma ist so eine Blöde. Und flupp, Tür ist auf. Junge! Das gibt's doch nicht. Oh ja. Ah, da steht das Auto kaputt. Das Kind, was sie trotzdem verloren haben. Oh, bitte nicht. Ah, da hat's mir mal okay, warte. Sie hat erst mit dem Mal angefangen, nachdem sie das Kind verloren hatte. Das heißt, wir kriegen erstmal eine Vorgeschichte mit und von der Nachgeschichte. Da kommen wir auch nicht hoch, oder? Nö. Scheiß Rollstuhl. War ja eigentlich nicht irgendwann mal ein Tor? Ach, das sitzt du. Okay. Interessant. Das heißt, er hat ihr ein Geschenk gemacht, dann hat sie die Pinsel für sich entdeckt. Okay. Mach mal auf. So. Da war sie ja am Rollstuhl total niedergeschlagen. Aber das heißt, sie war nicht querschnittsgelähmt an sich. Oder war halt nur kurzzeitig, ne? Außer Gefecht. Halt im Rollstuhl gehockt. Wahrscheinlich halt, ja, operationsbedingt. Boah, was für, also das ist jetzt ja echt hart, ganz ehrlich. Erst kommt sie, also erst war es so, sie ist schwanger, alles cool. Dann verliert sie das Kind, dann passiert ein Unfall. Ah, leck mich doch am Arsch, also ihr habt echt Pech, Mann. Ah, da drüben kann man malen, sie. Ein schönes Bild, okay. Du bleibst mal, wo du bist. Ich hab noch was vor hier. Ey, kann ich hier runter? Ah, nee, da boxe ich dagegen. Okay. Und da komme ich nicht durch. Gut. Schlecht, wie auch immer. Jetzt frage ich mich aber, wie wir es verhindern, dass das mit ihm passiert. Ah, sie malt.
In guten und schlechten Tagen. Oh ja, das stimmt. Das ist, da kann ja auch jeder von singen. Hei, hei, hei. Da haben ich und meine Freundin auch schon einiges mitgemacht, du. Gerle, 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 nice. So, ist hier noch was? Nee, hier ist nur ein Brunnen. Okay. Aber was ist, wenn wir das mit ihm auch verhindern? Liegt es an einem doofen Hund? Also, er hat ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, was zu zeichnen. Ach, da kommen wir gar nicht hin. Okay. Dann mal gucken, was mit ihm so passiert. Wer verhindert das mit ihm? Super, jetzt müssen wir zurückfahren. Ganz toll, danke. Es war der lange Weg, ey. Aber bis jetzt, die Geschichte ist echt wirklich Kämpfernaturen. Einerseits herkommen und dann ne Auto. Sieht ziemlich demoliert aus. Aber dampft sogar noch. Also so lange kann der Unfall nicht her sein. Und los geht's. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie wir es mit ihm verhindern. Dass er auf diesen Felsvorsprung geht. Sie retten. Hört sich jetzt äußerst komisch an. Was ist da passiert? Wie kriegt man das? Das ist ja mal gleich, was wir für Optionen haben. Muss mal abwarten. Wir haben gerade mal 15 Uhr jetzt. Ja, ja, wird der Vater so oder so, ne? Deswegen. Ja, da fahren sie wieder. Das heißt, wir haben jetzt 18 Uhr. Wo sie fahren? Eine Stunde sind sie zurück. Es werden immer mehr Möglichkeiten. Du bist so ein Jagdgeiler, sag du echt. Ansehen. Mit seinem Vater, süß. Ach ja, da war er schon alt, ne? Den Elefanten schon gejagt, hat er die Waldfee. Ist am Bären erlegt. Oh, die haben ein bisschen was abgeknallt. Da komme ich jetzt leider nicht rein, schade. Aber da kann ich hoch.
Ah, oh, mein Vater. So gut, dieser Mensch. Was er schon alles erlegt hatte. Oh, 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 oh. Günther. Da ist eine Wüste von ihm. Aber, Alter, wie der läuft, Mann. Sag mal, hast du irgendwie Hämorrhoiden oder so? Nee, 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 nee. Hund rufen. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um und entdecke natürlich wieder einmal was. 6 von 20. Alter, was sollen die alle sein? Ah, da ist eins von ihr. Das heißt, da können wir auch noch kurz aufmachen, hier das Türchen. Jetzt, wenn ein Paranoid macht, die Tür auf. Oh. Können wir die Tür da unten aufmachen? Ja, okay, ich hab's kapiert. Ich muss erst mal das Vierer. Na, meine Fresse, du. Jetzt so uff, dann. Ach, diese Animation. Übertreib's halt gleich. Wo kommt schon gleich her? Mach noch einen Lapdance. Meine Güte. Hunde! Okay, merke, müssen das Kind abknallen. Passiert was anderes? Ich teste nur, ne? Wir fahren mal noch nicht ab. Ich guck mir jetzt ein bisschen um. Ihr kennt mich ja. So, hinten kann man nicht lang. Das ist für den Jungen, okay. Warte mal, können wir das angucken? Oh ja. Oh, schön. Schick, schick. So, jetzt machen wir erstmal eins. Machen wir erstmal unten die Tür auf. Ich hoffe, das geht jetzt. Wir wollen ja ermöglichen, dass wir hier reinkommen. Weil ich habe das Gefühl, wir müssen mit den Jungen nochmal spielen und mit der Frau sowieso. Achso, nee, sorry, mein Fehler. Aber wir haben hier 3 Karten, Mann. Das scheint echt auszuarten. Ich habe in den Steam-Reviews gelesen, einer ist in 2 Stunden durchgespielt. Okay, da hat vielleicht einen Ticken in den Klicken eingeschaltet, wie ich an einer Stelle jetzt gerade. Aber wie bitte? Hier ist alles jetzt offen. Das finde ich cool, dass wir so viel abgelaufen haben, dass wir so viel geöffnet haben. Ich will die ganzen Dinger sammeln, ich weiß, ich glaube, vielleicht ein bisschen nervig, aber muss sein. So. Du kommst doch nicht rein, oder? Nee, komm alle nicht drüber, weißt du. Ist doch geil. Könnte ich jetzt mal meinen Hund haben hier? Du hast schon quer, knall das Kind ab. Dieses Balk, du. So nervig. Hat mir nicht unten am Dings noch was? Für ihn? Beim Opa? Wir können auch mal mit dem Opa mal kurz quatschen. Mal gucken, was er dazu meint. Vielleicht hat er eine alternative Idee. Ich frage mich trotzdem, wie wir das anstellen. Ich meine, da unten wäre natürlich noch was gewesen für ihn. Wir haben schon ein Weißchen gemacht, wir müssen sammeln.
Ja, genau. So, noch 12 Stück. Da muss irgendwas hinten raus zu es noch sein. Ah, das ist nicht für Opa. Kann mit dem ein bisschen quatschen? Hi, Opa. Opa hat ihn voll verarscht. Geil. Okay, da kann das ist relativ stupide, der Mann. Da ballert er irgendwo rein, wo er meint, aber das, oder was heißt, wo er meint, da ist ja der Vogel drin, aber gut. Da verheizt halt die ganzen Bäume, wahrscheinlich von fremden Leuten, sind nicht deine eigene, aber ja gut. Okay, wobei, da könnten noch gehören. Abfeuern! Abfeuern! Aha, hab schon aufgemacht, muss immer außen rumlaufen. Ist jetzt gefährlich. Okay, das müssen wir jetzt wahrscheinlich leider machen. Ja, Ende des Tages. So, es war noch 19 Uhr abends und Bams. Geht auch im Schnellverfahren, bitte. Bums. Ich meine, wir müssten damit ja nochmal zurückspulen, oder? Wir müssen schauen, dass der Vogel in sein Nest reinkommt. Ich probiere es mal mit ihr. Boah, ist das ein Hin und Her, du. So. So, rein damit. Dankeschön. Ja, ich habe kapiert, ich gehe gleich zu Opa, ich habe es ein bisschen was anderes vor. Jetzt hopp, Arsch bewegen. Ich erstmal rein. Hausfriedensbruch. Achso, da war der Kleine, das andere war da unten für sie, ne? Ich glaube, es sollen so kleine Notierungsstützen sein. Notierungshelfer. Flop. Dann probieren wir jetzt mal eins. Ich komme da aber nicht vorbei.
Was war vor 15 Uhr? Ich muss das Fenster zukriegen. I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late.